Seit mehr als 10 Jahren, ganz genau gesagt, seit 3887 Tagen stehen die vier Musiker der Erkelenzer Band Jazz 4/4 auf der Bühne. Grund genug, dieses Jubiläum in der Leonardskapelle mit einem Konzert, musikalischen Gästen und einem begeisterten Publikum zu feiern. Das ehrwürdige Gemäuer der Leonardskapelle steht ganz im Zeichen der für die Band Jazz 4/4 üblichen Mischung aus Swing, Funk, Latin und viel Improvisation. In den letzten 10 Jahren hat sich viel getan. Wir haben damals als Schülerband angefangen. Was ungewöhnlich ist, ist, dass wir dann aber zusammengeblieben sind und uns dann auch immer weiter getroffen haben, um zusammen dann auch zu musizieren und zu jazzen. Und deswegen feiern wir auch heute unseren 10. Geburtstag. Ja, so ein Abend wie heute ist natürlich was ganz Besonderes für uns, weil wir nicht oft in so einer Konzertatmosphäre spielen. Wir spielen meistens oder den überwiegenden Teil der Konzerte der letzten 10 Jahre Hintergrundmucken, also Begleitung von Festakten, Hochzeiten, runde Geburtstage sind dabei, zuletzt in der Sparkasse die Neueröffnung hier in Erkelenz. Und deswegen ist das wirklich ein Highlight, dass wir jetzt die Stücke nochmal in einer ganz anderen Interpretation präsentieren können, eben in Konzertinterpretation, also etwas lauter, saftiger, knackiger. Wir haben Gäste dazu geholt, also über die Viererbesetzung hinaus geht das. Das heißt, wir können alles nochmal anders arrangieren und das Ganze viel spannender machen. Bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Ich mag vor allem die Art und Weise, diese Virtuosität der Spieler. Und es ist super angenehm, es reißt mich mit und ich bin nicht der Einzige. Wenn ich hier auf die Annabelle gucke, die tanzt die ganze Zeit. Ich bin nur kurzfristig hier, weil ich die Gruppe schon ein paar Mal gehört habe. Aber ist sehr kurzweilig, das Programm ist super. Die Moderation ist sehr angenehm, man kann gut zuhören, deshalb bleibe ich noch ein bisschen. Nein, ich finde das wirklich ganz toll gemacht, auch das Programm sehr abwechslungsreich, sehr schön und ich bewundere so Leute, die so toll spielen können. Zweistündige abwechslungsreiche Reise durch die Musikgeschichte begeistert Musiker wie Besucher gleichermaßen. Ja, es war super, ganz hervorragend. Ich bin immer wieder überrascht, welche tollen Gruppen das hier so im Ortsbereich gibt, die man eigentlich nicht kennt. Ich mag eigentlich alle Sachen und das ist einfach ziemlich gut. Ich bin jetzt auch schon 2. oder 3. Mal hier auch schon verschiedene Konzerte mitbekommen und ich finde es schön, dass es hier die Einrichtung gibt. Ja, es war für uns natürlich ein wahnsinnig spannender, auch aufregender Abend. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir es gut überstanden haben. Es geht natürlich weiter. Der Kalender für dieses Jahr ist relativ voll. Viele Auftritte, auf die wir uns freuen. Und alles in allem würde ich sagen, auf die nächsten 10 Jahre.